Bühl. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte meine Rede mit einem großen Dankeschön beginnen. Unser Dank gilt den Feuerwehren, dem THW, der Bundeswehr, der Bundespolizei und aller weiteren Kräfte bei der Bekämpfung zahlreicher Waldbrände diesen Sommer, zum Beispiel in Sachsen oder in Berlin. Die Einsatzkräfte zeigen vollen Einsatz und geben ihr Bestes. Vielen Dank dafür. Und jetzt komme ich zum unerfreulichen Teil, dem Haushaltsentwurf der linksgelben Bundesregierung. Während durch die explodierenden Energiepreise Milliarden an Steuergeldern zusätzlich in die Staatskassen gespült werden und die vereinnahmten Steuern unter anderem dafür verwendet werden sollen, um für andere Länder die Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern, will linksgelb an der Sicherheit der eigenen Bürger sparen. So erhalten das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 112 Millionen Euro und das Technische Hilfswerk 158 Millionen Euro weniger im Haushaltsentwurf für 2023. Und das vor dem Hintergrund der vielen Brandeinsätze in diesem Jahr. Entsetzend und völliges Unverständnis, so kommentiert der Deutsche Feuerwehrverband die zugeschriebenen Mittel. Frau Ministerin, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Aber nicht mit uns. Die Sicherheit unserer Bürger hat für uns oberste Priorität. Sparpotenziale sehen wir an ganz anderen Stellen, zum Beispiel bei Hunderttausenden ausreisepflichtigen Asylbewerbern und einer völlig gescheiterten Energiewende, aber garantiert nicht beim Bevölkerungsschutz. Für die Brandbekämpfung brauchen wir moderne Löschhubschrauber in ausreichender Anzahl. Da kann es nicht angehen, dass der Bundestag 2019 zwar die Beschaffung neuer Transporthubschrauber für die Bundespolizei und damit den Ersatz der ca. 40 Jahre alten Maschinen beschlossen hat, aber nach 3 Jahren noch nicht mal die Auftragsvergabe erfolgt ist. Und noch immer funktioniert der Digitalfunk in Einsatzlagen an vielen Stellen nicht störungsfrei. Die Einsatzkräfte in Tunneln oder Funktionsgebäuden wissen, was ich meine. Bei Vorortbesuchen habe ich mir von der Situation ein ausführliches Bild machen können. So wie wir unsere Einsatz- und Rettungskräfte optimal ausstatten müssen, so gilt es auch, Opfern von Katastrophen schnell und unbürokratisch zu helfen. Das Versagen vieler politisch Verantwortlicher während der Flutkatastrophe im Ahrtal hat schon fassungslos gemacht. Dass von den versprochenen Hilfsgeldern nach inzwischen über einem Jahr bisher nur ein Bruchteil ausgezahlt wurde, reiht sich in diese Kette ein. Die Betroffenen brauchen jetzt ihre Hilfen ausgezahlt, statt gelegentlich vorbeischauende Politiker ihrer Parteien, die betroffen gucken und ein paar beschwichtigende Worte dalassen. Ich sehe gerade, die Ministerin ist gar nicht im Saal. Jetzt kommt sie wieder. Das ist schade. Vielleicht können Sie sich sehr nachträglich im Fernsehen angucken. Wäre sehr schön. Würde mich freuen. Abschließend, die ohnehin schon desolate Sicherheitslage in unserem Land wird durch den linksgelben Haushaltsentwurf nochmals verschlechtert. Während für linksgrüne Ideologieprojekte üppig Steuergeld angefasst wird, kreist an sicherheitsrelevanten Stellen der Rotstift. Wichtige Projekte wie bei der Bundespolizei und den dringend benötigten Transporthubschraubern kommen nicht voran. Mit unseren Änderungsanträgen werden wir der Regierungskoalition Druck machen. Denn für uns gilt, unser Land zuerst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Manuel.